Hallo, ich bin Thomas Job, der Flugexperte von der Webseite Fluggesellschaft.de. Ich wollte euch nur ganz schnell sagen, dass ich ein Video gedreht habe, wo ich euch in 3 Schritten zeige, wie man sehr günstige Last-Minute-Flüge in den Herbstferien findet. Vor allen Dingen jetzt hier für das Beispiel Berlin-Brandenburg. Guckt einfach mal rein. Ich hoffe, es ist was für euch dabei. So, ich wollte euch jetzt ganz schnell zeigen, wie man kurzfristig Last-Minute nur Flug bekommen kann. Ihr kennt das Problem, man ist vielleicht lange unterwegs auf einer Webseite von der Fluggesellschaft, man muss genaue Termine eingeben, man muss eigentlich jeden Tag einzeln durchgehen, um zu schauen, was gibt es denn da für Flüge. Ich habe ein etwas anderes System und hoffe, dass wir da jetzt zusammen schnell was für euch finden. Wir nehmen ruhig die Webseite von TUI Fly. Wir waren in den letzten Tagen ja in den Schlagzeilen. Denkt dran, TUI Fly ist einerseits eine Fluggesellschaft und andererseits ist das ein Buchungsportal für Flüge. Jetzt sind meine Sachen hier voreingestellt, ist eigentlich sehr schön. Ich will es aber nochmal so machen, wie ihr es dann sehen werdet, wenn ihr selber auf die Seite geht. Ja, tuifly.com. Ich habe diese URL, die fertige URL hier für das Beispiel Herbstferien Berlin-Brandenburg auch verlinkt. Da müsst ihr einfach draufklicken, da müsst ihr gar keine Einstellung machen. Hier gehen wir nochmal hin, wenn man auf das früheste Hinflugdatum klickt, dann kann man hier den Zeitraum auswählen. Ich habe jetzt mal den 16. Ich würde aber schon am Samstag, den 15., den frühesten Hinflug eingeben. Entschuldigung, jetzt hat er sich den Rückflug gezogen. Ich würde also nochmal hingehen auf Hinflug. Passt leider nicht. Ja, ich habe jetzt aus Versehen zweimal den gleichen Termin. Das ist immer ein bisschen hakelig, wenn man nicht genauer darauf achtet, wo in welchem Feld befinde ich mich. Also, frühester Termin hin, Samstag, der 15. ist der erste Ferientag. Macht das immer, ja, das frühestmögliche. Dann klickt ihr rüber in das Feld Rückflug. Da gebt ihr dann ein, den 30. Das ist der letzte Ferientag. Ihr hättet also hier jetzt einen Zeitraum von 2 Wochen eingegeben, 2 Wochen und einen Tag. Ihr wollt selber aber nur wahrscheinlich eine Woche reisen. Ja, das ist ja das Übliche. Ihr könnt auch 2 Wochen versuchen, sehr, sehr schwierig. Ich würde jetzt das auswählen, das ist ein Klassiker. Das ist eine Reise, die geht eine Woche innerhalb des Gesamtzeitraums von 2 Wochen. Da habt ihr die meisten Chancen in den Ferien. Es sind alle Tickets ausgebucht. Es wird unheimlich schwierig, was zu finden. Aber mit mir, lasst euch versichert sein, finden wir was. So, jetzt, wenn wir jetzt in Berlin-Brandenburg wohnen, dann hat man mehrere Möglichkeiten. Man kann ab Tegel fliegen, man kann ab Schönefeld fliegen, ab Tempelhof kann man nicht mehr fliegen. Und außer mit dem Drachen vielleicht, ja. Und ab dem neuen BER geht es auch noch nicht. Ja, wir haben das Jahr 2016. Was wir machen können, ist aber Gesamtostdeutschland einzugeben. Das ist ganz easy hier bei TUIfly. Wenn das bloß alle Webseiten so hätten, das ist wirklich gut. Ostdeutschland klicke ich an, automatisch werden alle ostdeutschen Flughäfen gezogen. Dresden, Erfurt, Leipzig, alles dabei. Wir machen, übernehmen, hatte aber eigentlich schon übernommen. Dann geht es jetzt zum Ziel. Da muss ich überlegen, wo will ich hin? Ich möchte einen Badeurlaub machen. Wo ist es denn jetzt noch warm? In den Herbstferien, im Oktober? Schwierig, schwierig. Da gibt es eigentlich ja, nur noch die Mittelmeer-Anrainerländer. Ich sag mal Frankreich. Muss nicht sein. Wir gehen in das Feld Ziel und dann haben wir verschiedene Möglichkeiten. Es wird vorgeschlagen, Zielflughäfen in Spanien. Da kann ich anklicken, die Kanaren. Das ist easy. Es wird sofort Teneriffa, Lanzarote, Gran Canaria, Fuerteventura und Santa Cruz, das ist auf der Insel La Palma, die haben einen eigenen Flughafen, Gomera nicht. Und das wird mit einbezogen. Ich würde noch für euch vorschlagen, Andalusien mit einzubeziehen. Das ist im Süden Spaniens, da kann man immer Glück haben. Ja, dann seht ihr hier auf der linken Seite die Kürzel für Kanaren und Andalusien. Das ist ein Vierlettercode. Ja, das ist so ein internes Kürzel von TUIfly. Das haben die genommen. Jetzt kann man da mit der Maus rein, mit dem Cursor und ich kann jetzt einen Zweilettercode, also einen Ländercode eingeben. Und ich würde dann nämlich euch empfehlen, Zypern einzugeben. ZY oder CY wird das abgekürzt. Ich fange einfach mit dem Buchstaben an, sehr einfach. Und es zieht Zypern, da sind 2 Flughäfen in Larnaka und Paphos, das wird mit berücksichtigt. Dann würde ich Malta eingeben. Die haben, glaube ich, MT. MT, genau. Oder MLA, wie das TUIfly abkürzt. Was können wir denn noch machen? Sollen wir mal Italien? Wir machen zum Spaß nochmal Italien mit. Ganz Italien. Man kann noch weitere hinzufügen. Ja?
Einfach, das Wichtige ist ja der Zeitraum, frühester Hinflug der Samstag und spätester Rückflug der Sonntag. Innerhalb dieses Zeitraums haben wir dann eine Woche, die wir suchen. So, Hin- und Rückflug. So, dann muss man einfach Flüge finden drücken. Dann rödelt das System und zack, da haben wir dann schon die Antwort. Das ist genau das, was wir haben wollen. Wir sehen jetzt hier TXL, also Berlin-Tegel nach Bologna. Gut, das ist jetzt nicht ganz so im Süden, aber ein super Preis. 52,49 Euro hin, 77,49 Euro zurück. Dann haben wir hier Leipzig-Halle nach Lanzarote auf die Kanarischen Inseln. Da ist es warm. Im Herbst ist ein runtergesetztes Angebot. 189,98 Euro hin und zurück. Es sind zwei Sternchen dabei. Muss man nach unten scrollen, was zwei Sternchen bedeutet. Verrät uns die TUI das hier auch, TUIfly. Inklusivpreis für Hin- und Rückflug, ausgewählte Strecken. Bei Buchung über das Service Center, also wenn man da über die Mail bucht, 5 Euro extra Gebühren. Kann man denn auch sehen, welche Airline das ist? Kann man jetzt in dem Bereich nicht sehen. Oft ist TUIfly, kann aber auch eine andere Fluggesellschaft sein. Ne? Wir sehen ja hier, was da drin ist. Da ist drin Air Berlin, Condor, Germanwings, SunExpress, Germania und die Vueling, die spanische günstig Fluggesellschaft. Und TUIfly ist ja gar keine Rede. Ja, wir sind also auf TUIfly und haben eine Art Preisvergleich. Das kann man im begrenzten Maße hier bei denen machen. Was haben wir noch? Tegel, Linate, das ist Mailand, Venedig, Malaga. Malaga ist Andalusien, da ist es vielleicht noch warm und regnet nicht so viel. Dann kommen wir aber schon in die 300er und höheren Preises, nach Preis sortiert. Aber ihr seht, unter 400 Euro nur für den Flug ist selbst Schönefeld Gran Canaria noch drin. 15.10. bis 30.10. Drei Angebote in diesem Zeitraum. Die Flugzeiten muss man sich anschauen, die Airline muss man sich anschauen. Man kann auch mal nach Rom fahren, von da aus ist es auch nicht weit bis zum Meer. Das wären die Möglichkeiten bei TUIfly zu buchen und ihr könnt das über meinen Link machen. Ich hoffe, das wäre jetzt Teil 1. Dass da schon mal was für euch dabei ist. Und Teil 2 mache ich ein neues Browserfenster auf. Da gehen wir dann zu einer euch bekannten Günstig-Airline. Ihr könnt das auch mal bei den anderen versuchen. Ich mache das aber jetzt mal bei denen exemplarisch. Die zahlen mir auch keine Provisionen. Mit der Fluggesellschaft hat man hin und wieder mal Ärger. Aber ich hatte in letzter Zeit auch gute Erfahrungen. Also nicht nur schlechte mit Ryanair. Die haben sich ein bisschen gemausert. Da ist jetzt voreingestellt mein Flughafen Berlin-Schönefeld, weil ich in der Nähe bin. Ignorieren wir erstmal. Wir gehen oben zu der Rubrik Planen. Und wenn ich da draufklicke, gibt es links die Auswahl Entdecken. Und da gibt es 4 Punkte. Ich würde euch empfehlen, jetzt mal die Preissuche anzuklicken. So. Wir müssen das System kurz arbeiten lassen. Berlin nach überall wird gezogen und das Budget 150 Euro. Kann man anklicken und dann kann man sagen, ich will nur 50 Euro ausgeben oder 60. Macht es etwas weiter. Wir sind in den Herbstferien. Flüge für 20 Euro sind da unheimlich schlecht zu bekommen. Ja, also eigentlich nicht möglich. Da hättet ihr ganz am Anfang, als das Buchungssystem freigeschaltet wurde, zuschlagen müssen. Also wenn ihr jetzt für 2017 Herbstferien sucht, dann seid ihr jetzt eigentlich richtig. Was machen wir? Wir klicken jetzt einfach mal auf Los geht's. Ja, von Berlin-Schönefeld nach überall. Ja, wir haben kein Ziel angegeben. Jetzt geht es da darum, vernünftig zu sortieren. Nutzt euch ja nichts, wenn ihr nach Temeswar oder Reschow wollt. Ihr wollt aber ans Meer. Und im Dezember wollen wir nicht fliegen. Sondern wir wollen ja jetzt im Oktober fliegen. Dann müssen wir also eingeben, Hinflug jederzeit. Da muss man was ändern. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Genaues Datum, Datumsbereich, ganzer Monat, nächste 3 Monate. Macht dort die Auswahl ganzer Monat. Und dann, wenn ihr da drauf geklickt habt, dann wird gefragt, welcher? Sagen wir jetzt natürlich der Oktober. Das bezieht sich auf den Hinflug. Das müssen wir natürlich auch für den Rückflug machen. Keinen Rückflug eingegeben, gebe ich einfach mal ganzer Monat und Oktober ein. So, dann haben wir jetzt Hin- und Rückflug. Da sieht die Sache schon ganz anders aus. Das heißt also, wir hätten jetzt Flüge von Berlin nach egal wohin im Oktober wieder mal das günstige Reschow, ich versuche das immer Englisch auszusprechen, in Polen hatten wir schon mehrfach in den letzten Videos und Angeboten.
Innerdeutsch nach Köln, wer da zum Fußball will oder zum, ja, 11.11. ist er noch nicht. East Midlands, warum nicht ins reglerische Großbritannien oder nach Bukarest, die Hauptstadt von Rumänien. Da kann man übrigens auch nochmal von da aus ans Schwarze Meer fahren. Wettertechnisch im Oktober schwierig, schwierig. Würde ich niemals meine Hand für Sonne ins Feuer legen. Naja, aber was können wir jetzt machen? Wir können noch weiter sortieren. Wir können nämlich jetzt sagen Strand. Das ist hier oben unter Reisearten. Strand. Da ist nicht viel dabei. Aber es ist Palma und Bari dabei. Bari ist in Süditalien. Ja, also vielleicht eine Idee, da hinzufahren, hinzufliegen mit Ryanair für 145,98 € hin und zurück. Da drin ist nichts außer 10 Kilogramm Handgepäck. Ja, man braucht nur eine Badehose und ein paar T-Shirts. Eine Tuberei im Handgepäck darf nicht mehr als 100 Milliliter haben. Und dann fliegt man dahin. Das wäre jetzt Variante 2a. Ich hätte noch eine Variante 2b. Denn so haben wir jetzt die Hin- und Rückflüge bei Ryanair, die Non-Stop-Flüge rausgefunden. Jetzt können wir noch was machen. Ich weiß zum Beispiel, dass der Flughafen London Stansted ein Flughafen ist, der sehr, sehr viele Flüge hat. Ja, warum nicht mal eine Umsteigeverbindung buchen bei Ryanair? Weil es keine Ergebnisse gibt. Wow. Die fliegen nicht nach Stansted oder was? Nochmal auf die Startseite. Dann wieder zum Auswahlpunkt planen. Dann auf die Preissuche, der Unterpunkt. Dann warte ich, bis sich die Seite aufbaut. Ich habe wieder Berlin-Schönefeld als meinen Abflughafen. Ich kann auch jeden anderen eingeben. Und ich gebe jetzt hier mal ein London Stansted. Das ist ein sehr, sehr wichtiger, sehr großer Flughafen für Ryanair. Anderer wichtiger wäre zum Beispiel Dublin. Könnte auch nochmal was anderes in England probieren. So, im November sagen die, würden die für 12,99 € fliegen. Ich klicke mal drauf. Dann erscheint mir hier der November. Ihr habt hier wieder eine Untermenü. Ja, hier sind in dieser Zeitleiste alle Monate. Oktober, November, Dezember, Januar, Februar 2017 und so weiter. Ich müsste jetzt aber den Oktober anklicken. Das mache ich, indem der dann blau hinterlegt wird. Der höchste Preis 176 €. Nicht schlecht. Ich sehe aber innerhalb der Ferien, warum das vorhin nicht geklappt hat, weiß ich nicht. Ich sehe, dass hier der Flugtag mit Dienstag und Mittwoch machbar wäre und dass da in dieser Preisachse sogar nach unten geht, also günstiger ist. Das wäre für den Hinflug. Kann ich jetzt einen Rückflug eingeben? Machen wir mal fortfahren. Ihr müsst euch dazu notieren, die Flugzeiten sind nicht schlecht. Sehr früh morgens hin, am Mittwoch, den 19. Oktober. Ist nur noch ein Platz übrig, deswegen bewerben die das nicht. Ne? Uiuiui. Also 6.30 Uhr hin, 7.25 Uhr seid ihr in Stansted. Wenn ihr so früh morgens in Stansted seid, dann habt ihr eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit und wahrscheinlich Glück, dass ihr dann noch einen Anschlussflug findet, der an diesem Tag in den Süden geht. Es ist anders bei Ryanair als bei den Netzfluggesellschaften wie Lufthansa oder ja selbst Air Berlin. Ja, da könnt ihr eine Umsteigeverbindung in einem Ticket buchen und da sorgt man dafür, dass der Koffer von dem einen Flugzeug ins andere gebracht wird. Das alles könnt ihr bei Ryanair vergessen. Das habt ihr da nicht. Ihr habt ja nur Punkt zu Punkt. Ihr seid selber schuld, wenn ihr dann den Anschlussflug verpasst. Wenn ihr zu knapp bucht, klappt das nicht. Wenn man aber mehrere Stunden Zeit hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es funktioniert. Mein Tipp für euch, um günstig zu fliegen, 30 € seid ihr in Stansted und zurück eine Woche später, am Dienstag oder Mittwoch, ja, zu diesen Terminen, ihr seid vielleicht flexibel, bleibt da einfach noch einen Tag in London, warum denn nicht? Wie kommt ihr jetzt zu dem Weiterflug? Dann müsst ihr zurück auf die Startseite, hatten wir ja schon gesagt, über das Logo zum Beispiel, und dann gebt ihr hier ein, bei dem Abflughafen London Stansted. Am besten alles notieren, rüber kopieren auf eine freie Fläche in ein Word-Dokument oder dergleichen. Die fliegen sogar noch ab Gatwick oder London Luton. Ja, ihr könnt da auch noch einen Flughafenwechsel machen. Müsst ihr auch die Zeit einplanen. Aber es ist alles machbar. Ich gehe nochmal zu der Rubrik Planen, Preissuche. Gebe dort nochmal ein. Manchmal reagiert das System nicht, da muss ich mal einfach nochmal neu laden. Stansted. Vielleicht muss man London auch mal richtig schreiben. L-O-N-D-O-N. Stansted. Nochmal. S-T-N.
ist die Abkürzung. Und ihr seht jetzt hier noch so ein komisches Zeichen, das kennt man bei uns auch nicht so. Das ist das britische Pfund. Zurzeit kosten 100 Euro 111 britische Pfund ungefähr. Man muss also nochmal so 11-12% draufrechnen, damit man ungefähr den Europreis hat. Ja, alles unter Vorbehalt, kann sich zu eurem Zeitpunkt ändern. Ich schicke das nochmal ab. Ihr seht, dass das Angebot dann nicht schlecht ist. Ich will aber jetzt nochmal den Monat ändern. Ich muss wieder ganzer Monat eingeben, wieder den Oktober. Für den Rückflug das Ganze auch, ganzer Monat, Oktober. So, wir sind unter 150 Pfund. Aha, und dann geht es nach London im Oktober. Nach Frankreich, nach Billund. Da habt ihr die Riesenauswahl, was auch immer für euch interessant ist. Für uns wäre ja jetzt erstmal interessant, dass wir an den Strand gehen können. Also kann man bei Ryanair die Reiseart Strand auswählen. Da kommt das Ergebnis. Wir haben hier eine ganze Menge. Wir haben Lamezia Therme für 115 Pfund. Das sind so unter 130 Euro. Barcelona ist dabei. So schön zu kombinieren. Die Stadt, wenn es regnet, geht man in die Stadt, macht ein bisschen Sightseeing. Und wenn das Wetter es zulässt, dann geht man schön am Strand spazieren. Zu Fuß von den Ramblas von der Innenstadt ist man in einer Viertelstunde am Strand. An einem richtig schönen Strand. Korfu hätten wir dabei, also die griechischen Inseln. Wenn ihr das kombiniert mit dem Hinflug von Berlin nach London, dann seid ihr da auch unter 400 Euro hin und zurück. Das ist, tut mir leid, in den Herbstferien ist das ein reeller Preis. Unter 400 Euro, nur Flug in ein warmes Ziel, das ist okay. Denn ihr bekommt sonst nichts. Ihr müsst daran denken, dass dieser Druck in diesen zwei Wochen extrem hoch ist. Viele Leute sind jetzt genervt von der Kälte. Es ist nur noch 10 Grad in Berlin und man will in die Sonne. Und die Leute, die diese 400 Euro aufbringen können für den Flug, die suchen jetzt und wollen fliegen. Die Kinder quengeln, wollen mit. Das ist alles verständlich. Ich hoffe, ich habe euch jetzt hier drei Varianten gegeben. Ja, Variante 1 hatte ich ja schon gesagt. Das war TuiFly mit dem flugübergreifenden System, wo man gute Anregungen bekommt. Variante 2a ist Ryanair im Nonstop-Bereich von eurem Lieblingsabflughafen in der Nähe zu irgendeinem Ziel. Dann müsst ihr das nehmen, was Ryanair euch vorschlägt. Oder ihr macht Variante 2b. Das ist eher so die Profi-Variante für die Leute, die schmerzfrei sind, die auch mal 6 Stunden an einem Flughafen einfach mit einer Pommes-Schale sich da hinsetzen auf dem Fußboden und warten können, bis der zweite Flug kommt. Also Variante 2b für die, die einen Umstieg machen, zum Beispiel in England und dann in den Süden fliegen. Ich hoffe, für euch war was dabei. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr einfach meinen Kanal abonniert, wenn ihr bei iTunes eine Bewertung hinterlasst und wiederkommt, denn ich veröffentliche solche Videos immer wieder und habe natürlich noch andere News für die Frühbucher unter euch. Habe ich ganz interessante Neuigkeiten. Also, bis denn.